Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie erzählt. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Statthalterin von Grantabrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Flieg, Freundin. Eigentlich greife ich lieber offen und gerade heraus an. Doch für dich probiere ich gerne etwas Neues. Wie nett. Jetzt sei bitte etwas leiser. Darf mich niemand sehen. Wiegmunds Priester ist in der Kirche. Ich fühle mich gut. Wechselst du gleich den Glauben, Leaf? Soll ich dir vielleicht ein kleines Kreuz mitnehmen? Nein, niemals. Darf sich ein Handwerker nicht über Handwerk freuen? Das überlebst du nicht.
dieses Priesters werden wir hier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Thank you.
Gut gemacht. Wir haben Wiegmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Ist vor dem Überfall auf Grantabrück irgendetwas Eigenartiges geschehen? Ich sah, wie zwei Sachsen an der Stadt vorbeiritten, während ich Wache schob. Einer in Richtung Kloster in Meldeburne, der andere zum Lager in Utbetsch. Ich hielt sie verboten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil sie nicht zu uns wollten. Hast du in der Nacht des Überfalls etwas gesehen? Nur Leaf, wie er tapfer kämpfte. Wusstest du, dass Leaf ein Gedicht in jedes seiner Langschiffe ritzt? Er ist Handwerker und Wortschmied. Wo sind diese Langschiffe jetzt? Leider verloren im Nebel der Fens. Könnte ich sie wiederholen, ich würde es tun. Er wäre so dankbar, wenn er seine Kunstwerke zurückbekäme. Sicher. Ich wünsche dir viel Glück. Duda, hast du vor dem Überfall etwas Eigenartiges in der Umgebung von Grantabrück gesehen? Nein. Ich war im Langhaus und trank die ganze Nacht mit Birna und ihren Männern. Die kann echt was vertragen. Von mir erfahrt ihr nichts. Gar nichts. Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wiegmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wiegmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Der weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren.
schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ege. All der Mann Wiegmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wiegmund ist also auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Ich nehme es mit jedem auf. Eivor, was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wiegmund hält sich im Kloster auf der Insel Ilge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörich ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna hat im Langhaus getrunken, als der Angriff begann. Andere können das bestätigen. Wer einen Angriff erwartet, würde das wohl kaum tun. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Galen nimmt seine Visionen wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Galen misst ihnen hohe Bedeutung bei. Galen sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Leaf wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leaf genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen, und das weiß er auch. Leaf missbilligt die Art, wie du Grantabrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf, zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leaf sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Ich fand ein leeres Fass gelber Farbe neben einer Langbootrampe. In der Nacht des Überfalls wurde ein Schiff mit gelber Farbe markiert. Ein eigenartiger Zeitpunkt für einen frischen Anstrich. Aber es ist seine Arbeit, nicht wahr? Bei deinem Geheimtunnel gab es viele Fußabdrücke und der Eingang war mit gelber Farbe markiert. Wer immer dich verraten hat, hat also den Eingang zum Tunnel gelb angemalt und dann den Sachsen den Weg freigemacht. Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Galen hat dich verraten. Bist du dir sicher? Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Wie gedenkst du, damit umzugehen? Wie es eine Jarlskrona muss.
meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wiegmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Garlin, du hast mich verraten, Garlin. Das habe ich nicht! Du bist der Grund, warum ich atme! Du musst mich zu meinem Schicksal führen! Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen! Verwische nicht die Wirklichkeit mit den Geschichten, die du dir einredest. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Doch ich sah, wie meine Leute abgeschlachtet wurden, die Stadt verwüstet wurde und deine Besessenheit uns Zerstörung brachte. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben, wichtiger nehmen als uns alle? Er glaubte zu sehr ans Schicksal und zu wenig an uns. Bringt ihn fort. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wiegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten, wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Glaubst du, du kannst den Himmel halten? Brauchst du eine ruhige Hand auf See oder in der Schlacht? Dann wähle mich. Wenn es soweit ist, werde ich bereitstehen.